Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge House Flipper, dem Heimwerker-Simulator aus dem Haus der Familie Chaos mit dem Oberhaupt der Familie Chaos. Hi, mein Schatz. Hallo. Falls ihr euch fragt, ja, die Wand sah vorher schon genauso aus. Genauso haben wir sie in der letzten Folge gemacht, bevor wir aufgehört haben. Und die Rouleaus, ja gut, die haben wir hingehangen und die beiden Blümchen haben wir da auch hingepackt. Aber die Wand ist uns förmlich, ja, man kann jetzt nicht sagen, mit nacktem Stein ins Gesicht gesprungen. Aber wir haben noch mal reingeschaut und fanden, dass die Paneele doch Ja. besser passen. Ja. Wir könnten natürlich jetzt nach eurer Meinung fragen, aber wir ändern diese Wand jetzt nicht noch mal. Nein, die bleibt. Die sieht schön aus. Wir kümmern, so hätte ich Aber da noch ein, da musst du auch noch ein Rollo hinmachen. wollte ich gerade sagen, hätte ich da auch noch ein Rollo hinmachen sollen. Zack, so. Schön. Also ich finde es toll. Ja, mir Mir gefällt die gefällt, auch ja. super. Also ich würde die jetzt sofort nehmen. Ja. Nur mit dir zusammen natürlich, aber ich würde sie nehmen. So. Apropos, lass uns erstmal, bevor wir jetzt hier was einrichten, das habe ich gerade vergessen, was machen wir jetzt mit der Tür? Bleibt das jetzt eine Schiebetür? Ich kann es dir kurz zeigen, weil es gibt als Schiebetüren nur weiß, Bronze und schwarz, wobei Bronze so aussieht, als wäre die schon benutzt. Also ich würde gar keine reinmachen eigentlich. Ich Also würde es so lassen. den Raum so lassen, wie er Ja, jetzt ist, mit dem ganz großen offen. Eingang. Genau. Okay. Bevor wir nämlich jetzt anfangen und dann uns doch entscheiden, wir müssen hier noch was raushauen und die Möbel sind nämlich dreckig. Das wollen wir natürlich auch nicht. Machen wir eigentlich, was machen wir eigentlich hier so hin? So zwei Ja, solche ich. Sitzkissen? Nein, ich dachte eher eine kleine Essecke. Kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Wollen wir damit anfangen? Ja. Dann gehen wir mal hier auf die Tische. Das ist so ein schlichter. Ich finde auch, der reicht. Also das andere sind ja eher Wohnzimmertische. Das sind ja keine Esstische. Sind ja dann nur die drei da oben. Da würde ich dann den weißen nehmen. Den könnte man theoretisch auch ändern. Wenn Aber du wir nehmen. draufklickst, siehst du, wie er aussieht? Dann nimm ihn in Grau. Mahoney. Ist das, soll Nein. das Mahagoni sein? Mahoney? War Wahrscheinlich. Mahoney nicht dieser eine von der Police Academy? Ja. Ah, wer kennt noch Police In Grau. Academy? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das kennt jeder. Ist ja Kult. Oh, meinst du wirklich? Das kennt jeder? Ich denke schon. Einfach so an die Wand? Nee, ein Stück weiter vor. So. So? Ach so, dass So, jeder. genau. Und dann die Stühle drumherum. Stühle, Stühle. Irgendwelche bestimmten. Das erste aber in weiß. Glas, was ist Glas? Das ist Oh. dieses Durchsichtige. Kennst du diese Stühle? Glasstühle? Ja, wo du. Das ist dann quasi Plexiglas. Du sitzt dann quasi drauf und kannst theoretisch durchgucken. Weil ich kann ihn dir, glaube ich. So. Weißt du, was ich meine? Ja, cool. Heben mal hin. Aber es passen da nur vier ran, ne? Ja. Und? Was sagst du? Oder Ja. in weiß? Warte mal. Doch. Ne? Doch. Und dann vier Stück. So, eins hier, eins hier. Und eins oben, eins unten. Ja, ich musste den Tisch da ein bisschen vorziehen. Ah, ich guck mal, ob er passt. Vielleicht passt er auch schon so. Na, ja, passt Er schon. passt. Gut. Das mit dem Angedeuteten, dass man hier hinter vielleicht noch lang kann, das tun wir jetzt einfach mal so, als würde es passen. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch mit den Lichtern, ne? Es ist kein Licht drin, aber die Stühle reflektieren so. Das ist noch so ein bisschen bei dem Spiel nicht ganz so optimiert, der Lichteinfluss. Lichter haben wir auch noch gar nicht drin, fällt mir übrigens Ja, auf. das kann man gleich noch machen. Aber sieht gut aus, gefällt mir. Was wir hier übrigens jetzt schon den Nachteil haben werden, dadurch, dass das hier ein Raum ist, werden wir, wenn wir hier vorne Lichtschalter haben, macht er Licht in der Küche und im Wohnzimmer an. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir Deckenlampen haben, geht das nur, dass wir Schalter an und Licht im kompletten Raum an. Also wir können nicht die Küche separat mal anmachen. Okay. Na? Nur so als Info. Ah, das schaut schon mal gut aus.
Da können wir dann noch ein paar Bilder aufhängen. Mhm. Ne? Deko sind wir uns einig, bis auf die Farbakzente der beiden Blumen, dass wir das dann später machen. Ne? Erstmal jetzt so den Überblick verschaffen. Jetzt bin ich da schon wieder rein. Lampen wollten wir schauen. Wollten wir nach Lampen schauen? Ja. Deckenlampen für die Küche? Ja. Oh ja. Ja. Die Auswahl ist bombastisch. Ich bin total überfordert. Also Küche? Die rechteckige. Versuch die hier, mal. Ne? Ja. Gibt's die in Chrom? Warte mal. Manchmal oder ist so. Lass mal das Schwarze. Und Schirmweiß. Probier das. Und der Gelb? Nein. Wieso nicht? Farbakzente der Küche setzen. Ja, aber du nicht mit Gelb. Probier es mal. Und dann die über die. Genau, Moment, aber, die, aber gedreht. So. Ja, genau. Und dann hier so möglichst. Da so, ne? Perfekt. Ja, ne? Warte mal, das mache ich mal ganz kurz. Lichtschalter hier, ne? Auf die Seite. Schön. Das schaut wirklich gut aus. Dann können wir können im Wohnzimmer tatsächlich machen, dass wir hier mit anderem Licht arbeiten, wenn wir Stehlampen nehmen. Ja, dann nehmen wir Stehlampen. Mhm. Soll es eh nicht so hell sein, finde ich. Im Wohnzimmer. Das muss gemütlich sein. Mhm. Und das haben wir. Also bis jetzt haben wir es so richtig gemütlich im Wohnzimmer, weil auch noch nichts da ist. Also wir können jetzt hier einfach legen, Teppich hin, das reicht, oder? Ja. Natürlich zum Zusammensitzen der Teppich, natürlich. Mhm. Sofa? Beziehungsweise, Moment, wenn wir hier schon bei sind, dann mache ich hier auch gleich den Lichtschalter hin. Können wir nämlich hier drüber auch aussiehen? Ah, mir gefällt es richtig gut. Oder? Ja. Also ich würde sie in echt nehmen, die Küche. Ja, ich würde, also den Raum würde ich so schon komplett nehmen. So wie er jetzt ist, den Raum. Mhm. Also nach Möglichkeiten des Spiels würde ich den Raum so nehmen, wie er ist, sage ich mal. Ne? Gut. Aber wir brauchen noch eine Lampe beim Esstisch. Stimmt. Moment, da gehen wir auch gleich mal hin. Wir könnten mit der gleichen Lampe arbeiten. Und probier mal die dreifache Deckenlampe. Auch in Schwarz mit Weiß? Nein, in Stahl. Mit Weiß? Ja. Oder Orange, Rot? Nein. Schwarz? Nein. Wieso nicht? So, Moment. Hallo? Jetzt. Ja. Ein bisschen weit hinten. Moment. Ja, gut, ein kleines Stück hier muss noch vor. Ein bisschen. Erwängen. Noch ein Stück. Noch einen halben Schirm hier rüber. Ja. Schön. Sieht doch gut aus. Ja, gefällt mir. Ja, wir sind doch ein gutes Team. Hallo? Mhm. Nicht nur hier, ne? Welger Farm sind wir ein gutes Team? Ja. So. Jetzt schauen wir mal nach Sofas. Die Qual der Wahl der Sofas. Sofaschatten. In... Ich würde es fast so lassen. Das ist eine gute Farbe. In ich würde es fast so lassen, ist eine gute Farbe. Ich zeig dir trotzdem mal die Farben. Rot, Grau und Braun. Geh mal auf die Farben. Das wäre Rot. Grau. Braun. Also, was sagst du? Himmelblau. Ja? Würde ich jetzt... Warte mal, wir können es ja mal ranhalten. Hier in der Ecke, würde ich sagen, dann hier hin, oder? Sofa? Hier hinten, oder wo würde es... Wo soll denn der Fernseher stehen? Ach so, ach ja, den würde ich hier an der Wand hängen. Dann machen wir den mal zuerst, dann können wir das Sofa ausrichten. Nicht immer erst alles rein und dann gucken, wie es entsteht. Wir hängen ihn an der Wand. Oder wollen wir ihn auf so einen TV-Tisch stellen? Nee, schon an die Wand, Zeig oder? Zeig mal die Tische. TV, Moment, wo sind, nee, Moment, die sind unter Schrank und Schränkchen. Du hast einmal den TV-Schrank, den mit den Rollen.
Du hast so einen Eck-TV-Schrank. Dann hast du einen TV-Schrank Anna. Dann hast du den klassischen TV-Schrank, der ist aber nur in dieser Farbe. Den kannst du nicht umgestalten. Und du hast noch so ein modernes TV-Regal Andy, wobei das da von der Länge her nicht reinpassen würde, glaube ich. This was. Und eine Wickelkommode. Und eine Wickelkommode, ja. Gut, dann geh nochmal hoch. Was meinst du? Also ich denke mal, dass wir farblich am besten wahrscheinlich diesen TV-Schrank Viera gestalten können, dass der vielleicht noch zu den Möbeln passt, weil die Farbauswahl ist ja nach wie vor leider ein bisschen begrenzt. Deswegen sehen ja teilweise die bei mir die Einrichtungen auch immer in den Häusern, die ich bis jetzt gemacht habe, so komisch aus, weil es halt einfach nicht mehr Möglichkeiten gibt. Blick den mal an. Da gibt es welche Farben? Weiß, Wenge. Ja, ich würde ihn fast weiß dann. Glänzendes Blau. Aber das passt nicht zum Boden. Na. Auch nicht. Hatte ich schon. Niemals. Das ginge. Magenta. Oh ja. Yeah. Wow. Kannst du Jasmin reinstellen. Stimmt. Aber dann nicht so einen großen Fernseher. Etwas kleineren. Ja, nimm in mein Weiß. Mit Details in Schwarz, ne? Ja. Hier die Griffe. Ja. Weil Silber ist so... Nee. So. Muss ich den einmal drehen? Und hätte den dann... So. So könnte man ihn theoretisch sogar, das ist ja der Vorteil, ne? Wir könnten den einfach ein bisschen drehen, wenn wir zum Beispiel hier in der Küche sitzen und irgendwas Wichtiges kommt, können wir den einfach drehen. Genau. Hast du sehr gut mitgedacht, dass wir den einfach drehen können. Und dann, ich meine Fernseher, ganz ehrlich, wir diskutieren da nicht über die Größe des Fernsehers, sondern wir stellen da natürlich schon dem Wohnzimmer entsprechenden Fernseher drauf. Ich glaube so, ne? Ja. Gut, und jetzt können wir gucken, wie wir das Sofa stellen. Genau. Weil wir uns da auch überlegen können, wir sind ja nun mal ein paar Leute mehr, ob wir da nicht einfach zwei von den Sofas auch nehmen. Ja, sowieso. Na, also, aber ein Himmelblau. Weil dann könnte man nämlich theoretisch einfach eins hier hin machen, mit so Platz, dass wir doch die Lampe in der Ecke kriegen. Mhm. Hier eins hin. Oder beziehungsweise so direkt unter das Fenster, ne? Ja, ja. So. Und dann nehmen wir noch eins und setzen das. Na, komm, aus der Wand heraus. Das würde ich dann so ein Stückchen so. Mhm. Wie ist das eigentlich? So vom Typ her. Typ Eckcouch oder wirklich Typ zwei getrennte Couches? Weil es gibt ja Leute, die sagen so, eine Eckcouch, ja, muss unbedingt, ist super. Und es gibt welche, die sagen, ist beides schön. Es kommt drauf an. Was da gerade steht. Wie sie aussieht, wie sie vom Typ her aussieht. Okay. Wie sie wirkt. Was lassen wir jetzt so? Die ziehe ich jetzt nicht nur ein Stückchen hier raus, ne? Die können ruhig mit der Lehne so... Ja. Ne? Weil sonst passt es mit dem Fenster nicht, finde ich. Jetzt liegt das nicht so schön. Und dann hier eine Stehlampe rein. Oder eine Pflanze, eine große. Oder beides. Stehlampe nach hinten, Pflanze davor. Mm-mm. Nee, dann macht die Stehlampe links davon. Mhm. Ja, weil hier eine Pflanze, ne, wenn man dann guckt, wenn jetzt hier einer sitzt, dann muss ich immer hier vorne sitzen, ne, dann darf ich nichts sehen. Tisch? Wohnzimmertisch? Mhm. Den da. Den hier? Den quadratischen? Ja. Allerdings. Ich würde den so lassen. Würdest du den so lassen? Dunkle Eiche? Mhm. Nehmen wir einfach mal. Ein bisschen hoch, ne? Oder? Ein bisschen groß. Naja, meinst du, wir sollten noch mal angucken? Hm? Sollten wir nach einem anderen gucken? Mhm. Den Kaffeetisch, Wenne? Auch so lassen? Auch in Wenge? Mhm. Der ist ein bisschen klein. Irgendwas dazwischen. Nee, bitte keinen runden. Den eckigen hier? Nee.
Jasmunde. Nein, geh mal ganz runter. Der hier, der klassische Kaffeetisch. Ja, genau. Kann man den weiß, guck mal eben, Creme. Ja. Dunkelbraun? Ja. Die ist auch so klein. Oh nee. Ah, weißt du was, wir nehmen diesen quadratischen Tisch. Das ist zwar nicht optimal, aber das... Oder wir nehmen den Kaffeetisch am Ramuik. Mit? Wenge. Wenge. Also die Arbeitsplatte, Moment. Und? Die Arbeitsplatte ist jetzt nur Wenge, oder den Rest Wenge und die Arbeitsplatte? Weißes Holz. Weißes Holz. So. Nee. Umgekehrt? Weiße Arbeitsplatte und Wenge als unten? Mhm. Probier mal so, ja. Wenge, Wenge? Mhm. Ja. Ja, oder? Ja. Und den dann so? Ein bisschen weiter weg. So? Nein. Ja. So? Mhm. Gut. Aber ich würde sagen, wir kommen für die heutige Folge erstmal zum Ende. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.